Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier angefangen, diese Kupferelektrolyseanlage zu bauen, beziehungsweise unseren ganzen Kupfervorgang hier. Unser Holzsystem wartet natürlich wieder auf Lieferungssysteme und den ganzen Schiddle-de-Dizzle. Jetzt mal gucken, was wir mit dem machen, mit dem Holz. Ausverkauft, sehr super. Und ich glaube, unsere Maschinen sind auch noch nicht so weit. Ob doch, sie sind ja schon so weit. Sie arbeiten und schauen, dass wir da langsam Zeug reinkriegen. Und Zement kommt immer nur stückweise rein. Wir haben dafür zerkleinerte Sackerl immer schön auf Lager. Schauen wir, dass wir genug Beton aufs Lager kriegen. Jetzt tun wir auch hier gleich mal noch einen kleinen Bagger in Auftrag geben. Dann lassen wir fürs Erste. Ich glaube, da haben wir noch genug. Wird gern bestellen. Dankeschön, Heino, ein bisschen was. Ich glaube, ihr braucht aktuell nur einen, bitte. Die anderen kann ich gebrauchen. So, jetzt ist die Anlage rein theoretisch fertig. Die hat jetzt wirklich alles schon hier fertig gebaut. Jetzt brauchen wir nur noch die Bagger. Und dementsprechend auch den Turm, der dann hierfür zuständig ist, für die Anlage. Ich vergesse jetzt mal, wo der sich befindet hier. Hier. Der kommt jetzt einfach mal hier hin. So. Was kostet der? Der kostet 20. Wir haben aktuell nur 9. Ne? Uff. Ja, der produziert brav. Jetzt kommen wir hin, bitte das nach. Ja, der ist leider nicht so schnell wie gewünscht. Also auch wenn er jetzt alles aktuell auf Lager hat. Von dem brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Der dann auf selbe Band fördert. Dann sollte der hier auch dauernd laufen können. Ohne die Ressourcen kommt er halt auch leider nicht weit, ne? Wie schaut es mit meinem Kohlebagger aus? Wo ist denn der? Ah, der Bagger ist gerade da hinten noch beschäftigt. Okay. Dann geben wir jetzt wieder den Auftrag ändern, Bereich editieren. Ihr seid wieder hier dran. Ist nicht gut, wenn die Dinger immer bumm voll sind. So, unser Kollege hier beim Kupfergebiet, der buddelt, Kupfereisengebiet buddelt sich auch langsam immer weiter runter. Was natürlich perfekt ist. So, das steht schon. Ich habe einen Bagger frei, er kriegt einen LKW. Und dann sagen wir ihn mal hier erstmal auf eine diese Kupferecke rausbuddeln. So, das eine ist Kohle, das andere ist Kupfer. Und dann sollte der hier anfangen mit der Arbeit. Problem ist, wir müssen die Schlacke noch wegkriegen. Und die müssen wir hier wahrscheinlich wirklich in ein kleines Schuttlager bringen, nebenan. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass wir das vielleicht auch einfach hier durchführen. So. Dann brauchen wir natürlich ein Schuttlager. Das können wir uns leisten, perfekt. Dann ist nicht das hier großteils automatisiert. Außer natürlich dem Wasser, was hier jetzt wieder das Problem darstellen wird. Aber etwas ist es immerhin. Das mit der Erde, mit dem Holzverkauf ist aber aktuell echt blöd. So, jetzt wird wieder Kohle gescheffelt. Schaut aus mit unserem Dinger nach. Immer noch mal zwei in Auftrag. Wir brauchen es halt echt aktuell. Soll ist zwar noch stabil, aber es kann sich in Zukunft dann auch ändern. Was hat er jetzt in der Hand? Gesteine. Okay, die sind auch bald fertig. Aber man sieht schon natürlich, die Strecken sind hier dementsprechend. Also wir haben hier Kohle, hier Eisen, hier Kupfer. Ist alles ein bisschen verteilter jetzt. Könnt ihr natürlich die Kupferproduktion mit einbauen, dann alles kombiniert ein bisschen machen.
Wäre vielleicht in Zukunft gar nicht blöd. Aber aktuell ist es halt leider nicht so. So, ich gebe insgesamt 3 in Auftrag, glaube ich. Das ist ein bisschen schlauer hier. Weil wir können auch hier rein theoretisch einmal fürs Erste entlassen. Das sollte passen. Bei dem lasse ich jedoch erstmal die 3, weil Kohle ist wichtig und die werden auch in Zukunft weiterfahren müssen mit der Kohle. Immer müssen wir Kohle bis hier hinter ins Lager bringen. Aber ich kann rein theoretisch ihm mal noch 2 hinzufügen. Dass wir 2 hier noch drin haben. So, die beiden müssen in Zukunft dann auch die Lager automatisch befüllen können. Upgraden kann ich die leider noch nicht. Ja, hier muss ich dann auch natürlich noch die ganzen Förderbänder und alles einbauen. Die Kupferfabrik, die Kohlemine läuft dafür schon auf Hochtouren. Unsere Gummifabrik schaut auch soweit ganz gut aus. Das ist natürlich perfekt, wenn jetzt alles mal wenigstens läuft. In Zukunft werden wir bestimmt aber das Rohr ab... ja, ziemlich gesagt hier upgraden müssen, wenn wir hinten die Abgas- oder Ablagefabrik haben. Wie schaut es aktuell mit dem Essen aus? Ganz in Ordnung. 16 Monate Vorrat ist natürlich nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Langsam kommt das Kupfer daher. Wo sind denn die 2 LKWs, die mir zugewiesen sind? Die gerade bei der Müll wegbringen oder was? Scheint so. Unser Schutthaufen hier wird nicht auch immer voller. Mal gucken, ich werde jetzt hier nochmal sagen, okay, ihr könnt voll schütten. Ich würde das jetzt hier entfernen. Mach hier. Oh, ne, das war jetzt nicht der Plan. Das war der falsche Button. So, und sage mir jetzt hier, ja, füllt das wieder auf. Dann kann das aufgefüllt werden und ich glaube, wenn wir es so machen. Dann kann man hier in die Mine rein, theoretisch rein. Obwohl, wir lassen den Teil jetzt hier weg. Dann wird es über den Schuttplatz einfahrbar sein und befahrbar sein. So, jetzt wird hier Kupfer befüllt. Jetzt sind wir endlich an den wichtigen Kupferminen angekommen. Beziehungsweise an den Kupfervorräten. Er befüllt aber noch direkt. Das soll er nicht machen. Automat Import aus. Geh direkt über die Anlage. So, er bringt jetzt schon ein bisschen Schutt hier hin. Er füllt das auf. Das ist perfekt. So, schauen wir mal. Genau, jetzt bringt das hier hinter. Und der sollte jetzt draus die Platten machen. Genau. Und schon fangen wir an, mehr zu produzieren, unsere eigenen Kupferplatten auch herzustellen. Weil man sieht schon, wir haben jetzt relativ wenig. Weil der Schenchet ist der zum Beispiel unterfordert. So, jetzt werde ich ihm hier nochmal zusagen, dass wir eine weitere Maschine hinsetzen. Metallgießerei. Gut, dann gehen wir hier noch an, von hinten zu befüllen. Und dann werden vorne die Platten mit 2 vor und 1 rüber laufen. So. Dann können die das nicht anfangen zu produzieren und zu bauen. Der holt jetzt das Kupfer hier raus. Er baut den zweiten Verteiler schon. Ist natürlich super. Es ist natürlich aktuell noch die Sache, dass einfach die Kupferlieferung zu gering ist. Weil wir noch nichts wie ein Backlog oder irgendwas in der Art gebaut haben. So, er baut jetzt das Kabel fertig. Jetzt fehlt uns natürlich nur noch hier dementsprechend Baumaterial, dass ich darum kümmern könnte.
Die kümmern sich auf jeden Fall darum, dass hier genug passiert. Kann natürlich auch aktuell daran liegen, dass sie hier unten die ganze Zeit das verwenden zum Einfahren. Schauen wir mal, jetzt brauchen wir nur noch hier echt gar nicht mehr so viel. Und ich glaube, der liefert es jetzt auch, so wie es ausschaut. Dann sollte der zweite jetzt auch ready sein to go. Dann sollten wir hier schon mal auf Doppelstufe laufen. Ja, geliefert ist schon mal. Perfekt. Und da ist es jetzt. Uns fehlt noch die Kohle. Kupfer füllt sich jetzt langsam an. Jetzt muss der Bagger mal kurz sich vollfüllen gehen, sozusagen. Können wir vielleicht noch auf einen zweiten, dritten, vierten Bagger mittlerweile setzen? Ja, ich brauche den vierten Bagger. Ich brauche mehr Kohle. Also es ist natürlich genug Kohle da, es wird auch immer mehr. Aber ich brauche einfach noch mehr Kohle aktuell. Und ansonsten kann ich noch einen weiteren Turm hier hinten jetzt dann hinsetzen, der sich darum kümmert, dass Limestone abgebaut wird, weil da muss ich auch immer wieder schauen, dass es nachkommt. Und dann wechselt halt der Bagger mal von A nach B zwischendurch. Ah, schon wieder mehr Bewohner. Eieieiei. Essen 15 Monate, okay. Es scheint also zu sinken. Das ist weniger gut. Durchschnittliche Produktion 3,3 und 3,8. Hier ist 6,2 und 3,2. Ich werde ihm mal auch dasselbe vorschlagen, dass er mal auf derselben Arbeit arbeitet. So, wenn ich jetzt den Bagger habe, der hoffentlich ja gerade schon fertig gebaut wird. Ja, perfekt. Dann können wir gleich die Kohlemine ein bisschen mehr mit Power machen. Da kommt der Bagger raus, der nächste. Ja, perfekt. Dann schicken wir den jetzt hier in die Kohlemine, dass der hier auch noch das Ganze befüllt. Wo bleibt unser Bagger? Aktuell fahren sie noch alle hier rum, aber da wird wahrscheinlich in Zukunft. Ich weiß nicht, können wir eine kleine Brücke bauen, die eng genug ist, dass man hier drüber geht? Ja, aber die ist dann zu eng. Das ist scheiße. Ja, dann wird es halt ohne sein. Wir müssen jetzt hier drüber fahren. Weil aktuell muss das ja noch von A nach B schütten und das ist natürlich nicht so unbedingt der ideale Plan. Vorteil ist natürlich, wir sind gerade sehr, sehr voll schon mit dem ganzen Zeug. So. Sollten wir die Kohleproduktion ein bisschen anheizen können? Hat der sich aufgefüllt? Perfekt. Aber wir haben, wenn man sich so anschaut, schon echt viel Kohle auch abgebaut. Was ich interessant finde, dass hier überall Gras wächst. Also vielleicht patcht das jetzt. Aber es wächst auch drauf. Vielleicht wegen der Erde, die noch damit reingemixt ist. Jetzt sollte gleich der nächste LKW in Anflug sein, genau. Jetzt kommen wir wieder auf eine Erdeschicht, wie es scheint. Das schaut sehr erdig aus aktuell, wo wir jetzt hinkommen. Wie schaut das Lager aus? Fast voll. Perfekt. Bedeutet, jetzt können sie dann den Rest nach hinten liefern. Hoffentlich. Und somit die Kupferproduktion ein bisschen hochfahren, weil wir sind schon wieder sehr, sehr knapp dran mit dem Ganzen. Das Geröll hier kann natürlich dementsprechend dann in die Fabrik geschickt werden. Das wird bitteschön, kann ich gar nicht festlegen, schade. Wollte sagen, schickt es bitte nach hier oder so. Das ist leider eine spätere Stufe schon wieder. Ich glaube, das ist noch eine spätere Route. Okay, Essen ist wieder besser. Okay, es sinkt halt immer wieder wahrscheinlich ab einfach. So. Ich kann wieder handeln. Ich kann sogar mehr handeln. Oh, schön. So, Kohle ist da. Schutt ist da. Und die Fabrik läuft perfekt. Dann sollten wir jetzt beide langsam immer wieder zum Laufen kriegen. Das wird natürlich alles beides kurz dauern, immer wieder. Aber mit der Geschwindigkeit, die die arbeitet, sollte die beide relativ gut am Laufen halten können. Ah, der hat schon wieder fast genug da. Der hat, glaube ich, gleich genug da.
Ja, Schere fängt schon wieder an. Der hört jetzt, ist jetzt dann fertig und kriegt jetzt schon die nächste Stufe Schaden. Ah, das geht echt gut. Jetzt kriegt er genug, um gleich wieder anfangen zu können, hoffentlich, auf einen Schlag. Schau, wie viel er jetzt kriegt. Der braucht 16 Stück. Ja, genau 16. Wie viel produziert er? 8. Ja, dann machen wir mit jeweils einer Runde, machen wir 16 Stück. Genauso wie gebraucht. Und ja, das ist, passt perfekt. Auf einen kommen zwei von denen und dann wieder einer da drauf. Was willst du mehr? Das funktioniert ja jetzt grandios. Also echt grandios. So wie wir das brauchen einfach. Hätte nicht besser funktioniert. Na, schön, jetzt schicken wir sie schon wieder raus. Unser Kupfer steigt. So ist es doch schön. Schaut euch das an. Ah, ja. So wollen wir das. Jetzt kann ich hier eingetaucht werden. Dann wird es rausgeholt. Hier drüben wieder abgelegt. Und schon sollten wir gleich die nächste Reihe fertig haben. Und der kriegt gleichzeitig schon wieder genug nachgeschickt. Baumaschinen haben kein Holz zum Ernten. Warte mal. Dann legen wir ihn jetzt den Teil hier fest. Und tun langsam mal die ganzen Ecken hier so ein bisschen ausfräsen, die wir brauchen in Zukunft. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir weiter an unseren Systemen hier arbeiten werden. Also, bis dann. Ciao.